Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon X. Ja, wir sind hier im letzten Part im Kraftwerk von Kalos stehen geblieben. Schauen wir mal, was in diesem Part auf uns wartet. Oh, Entschuldigung, wartet. Was haben wir hier? Du willst uns also helfen. Wie denn? Du bist doch bloß ein Kind. Hey, unterschätzt mich nicht. Die Gauner von Team Flair stehlen den Strom, den wir von hier nach Illumina City liefern. Kaum zu fassen, das mit der weltraumgestützten Lichtenergiegewinnung gerade das hochmoderne Glanzstück unserer Technologie in die Hände der rätselhaften Gesellen geraten musste. Wie wäre es mit ein wenig Tafelwasser? Normalerweise kostet die Flasche 200, doch ich verkaufe. Kostet die Flasche 200, doch ich verkaufe sie dir für. Nein! Das ist ja teurer. Ich wollte mich hier verstecken, doch nun stecke ich fest, selbst schuld. Dieser Vermalideite Team Flair. Dabei verdanken wir dieser Energie doch einzig der Hilfe der Pokémon und unserer hochmodernen Technologie. Blitztafel, schön. Cool, gibt's hier ein kleines Rätsel? Ein Eindringling! Na warte, Mädchen, dich werde ich in die Schranken weisen. WB Drachenlotus? Ein Magnaien. Bodycheck. Reicht nicht ganz aus, schade. Auch nicht Angeberei, nein. Wir wechseln. Die Attacke mag ich überhaupt nicht. Los, Turtok. Dann würde ich sagen, können wir doch mal die Animation von der Schädelbombe schauen, wie die so abläuft, oder? Schädelbombe. Ja! Soll mir recht sein. Aurora-Strahl, darauf haben wir Step. Alles gut, WB, zickzack. Dann weise ich dich eben in die Schranken, indem ich hier stehen bleibe. Okay. Dieses Chaos ist eine willkommene Abwechslung. Wenn ich das hier heil überstehe, wachse ich an der Erfahrung. Alles klar. Rankenhieb. Vollbart haben wir wieder mit dem Walzer weg. Vielleicht sollten wir Bigaron mal wieder zwei Supertränke geben. Protzer, na, brauchen wir nicht. Siebenunddreißig für Turtok. Felsen mit dem Itemradar ab. Okay, mach ich mal. Wenn ich dran denke, das ist auch wieder so eine Sache. Super drin. Aber hast recht, ich sollte mal wirklich öfter das Itemradar benutzen. Ich will nicht wissen, wie viele Items ich schon übersehen habe.
Coole Sonnenbrille, Gelle. Na, neidisch? Tja, Pech gehabt. Die bleibt schön bei mir. Okay. Nein. Komm schon, Bigaron. So, Aurora-Strahl. Deswegen hasse ich Gorbald. Gorbald ist mein Hass-Pokémon. Abgesehen von Carpador auch noch, aber... AP Plus habe ich auch schon gefunden. Irgendwo haben wir auch im letzten Part einen AP Plus gefunden. Frag mich nicht wo. Aurora-Strahl. Und schon. Ah, danke dir, Magnaien. Brauche ich nicht auswechseln. Danke, Lieb. Oh, Level 37 für Amarino. Schön. Flair, Flair, ein Sieg muss her. Alles klar. Ein Schlupfwelch. Das ist doch die Weiterentwicklung von Schlupfwelch, ne? Auf Level 28 oder 30. Wir gehen auf eine Normalattacke. Ach, verdammt. Bitte keine Para, bitte keine Para. Jawohl. So, wieder zwei Supertränke für die Brigaron. So. Worauf ich jetzt Lust hätte, dein Pokémon-Team so richtig fertig zu machen. Aber kann das sein, dass die Team Flair ist zwar so ein bisschen, ja, macht halt so Schandtaten, sage ich jetzt mal, aber sie klauen keine Pokémon, oder? Also habe ich jetzt zumindest noch nicht gehört. Da ist Game Freak bzw. Nintendo auch ein bisschen zurückgerudert. Finde ich eigentlich ein bisschen schade. Also eigentlich ja gut, aber weiß nicht, das hat für mich immer so zur Pokémon-Story gehört. Walzer. Oh nein, ich kann die gleiche Attacke nicht nochmal einsetzen, ne? Oder doch? Ich dachte, bei Folterknecht kann man die zweite keine zwei Attacken hintereinander einsetzen. Aber gut. Schluckwech, wir bleiben. Ja. Ah, okay. Weil in der vierten Gen gibt es zwar eine Spielhalle, aber du kannst, glaube ich, nicht spielen. Zumindest in Platin. Und
Und da sind sie auch schon so ein bisschen zurückgerudert, weil man Nintendo vorgeworfen hat, hier, oder man ist der Meinung gewesen, das könnte ja kleine Kinder zum Spielen verleiten. Ja. Weiß nicht. Verdammt. Jetzt kommt schon Brigaron. Jawohl. Habe ich nicht gerade Zerschneider ausgewählt? Oh, keine Ahnung. Vielleicht ist Zugabe neutralisiert. Folterknecht, ich habe keine Ahnung. So, Paraheiler. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Hier bist du. Hier lasse ich dich auf keinen Fall vorbei. Das verbietet mir meinen Stolz. Heute ist Vatertag, ne? Ich Idiot, ich wollte heute einkaufen gehen. Ich stehe vor Rewe. Dazu. Ja, ja, ja. Aber wenn du so Let's Plays oder halt mehrere Stunden am PC bist, die Wochentage verstreichen einfach dahin. Kennt bestimmt der ein oder andere. Bodycheck. Ach komm. Ja, dann bin ich wohl der Erste. Mein Tutor. Schön im Tutor. So, vielleicht kriegen wir jetzt mal die Schädelwumme hin. Nein. Komm schon, Turtok. Die Schädelwumme will einfach nicht. Das gibt's nicht. Bodycheck jetzt aber mal. Auf Wiedersehen, die Bunkel. So, bei Zuckerrex haben wir wieder einen Rattenhieb rein. Jawohl. Vielleicht kämpfen wir ja gleich mal hier gegen Floridelis. Mal schauen. Bin hinter dir. Grr, dann weise ich dich eben in die Schranken und bleibe hier stehen. Wie lange noch? Wenn es dir nur um die nackten Zahlen geht, dann würde ich sagen, dass wir bereits genug Energie zu Inbetriebnahme haben. Sehr gut. Dann lass uns hier rasch alles zusammenpacken. Wir haben schließlich noch genug anderes zu tun. Genug anderes? Wer ist das denn? Meinst du damit etwa, dass wir noch diesen rotzfrechen Trainer dort erledigen müssen? Was für eine Überraschung. Ich war eigentlich sicher, dass wir mit der Arbeit... dass wir mit den Arbeitern alle Störenfriede aus dem Weg weggeräumt hätten. Vorstand? Ja, Tatsache.
Wie sieht der denn aus? Gott, sieht ein bisschen aus wie One Punch Man. Na, der Kampf kommt später, okay. Walter. Ja. Verdammt. Ah, gut, wir tanken, alles klar. Das heißt, Hundemon ist eher der Spezialangreifer, oder? Was? Er hat nur ein Pokémon gehabt? Meine Auswertungen der jüngsten Ereignisse hat ergeben, dass ich zu 100% verloren habe. Aber wer ist dieses andere? Das ist doch noch ein Kind, das andere, oder? Diese mit der Brille da, die mit dem roten Anzug. Los, Superhelden, kümmere dich um die Nervensäge. Aha, danke für die Blume, nichts lieber als das. Los, Trainer, zeig mal, was du so kannst. Erlaube mir bitte, mich zunächst vorzustellen. Mein Name lautet Aliana. Und wie du sehen kannst, bin ich ebenfalls ein Mitglied von Team Flair. Mein Forschungsschwerpunkt bezieht sich auf einen Sachverhalt, dessen Tiefgründigkeit sich dir jedoch nicht einmal annähernd erschließen dürfte. Zu deinem Leidwesen wurde ich mit der recht profanen Angabe betraut, dich hier ungespitzt in den Boden zu rammen. Nein, ist doch eine Erwachsene. Oh Gott. Das ist doch voll klein. Ein Magnaien. Oh. 38. Bodycheck. Den Rest werden gleich Amarino und Turtok machen müssen. Oder so. Aurora-Strahl. Obwohl, war's. Doch, Aurora-Strahl. Level 38. Schön. Tja, wer hätte gedacht, was so alles in deiner rechten banalen Hülle steckt. Ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich bald mal wieder. Wo tauchen die beiden auf einmal auf? Nanu, du! Du hast es vor uns hierher geschafft und noch dazu diese rätselhaften Gestalten in die Flucht geschlagen. Gut, je mehr Leute Carlos beschützen, desto besser. Als kleines Dankeschön heile ich deine Pokémon. Dankeschön. Du und deine Pokémon-Team seid eine nahezu ungeschlagene Kombination. Ihr solltet aber trotzdem nicht übertreiben. Nimm dich das hier bitte an. Top-Genesungen. Dank dir dürfte der Stromausfall in Illumina City nun der Vergangenheit angehören und das Tor zur Route 13 ebenfalls wieder geöffnet, wieder begehbar sein. Bevor wir die maskierten Helden uns nun auf den Weg machen, möchten wir dir noch vom Herzen kommendes Au revoir zu sagen. Zu Hause sagen. Ach, ging zu schnell. Okay, cool. Alles klar. Gab's nicht noch einen Eingang? Doch, ne?
Es gab doch noch einen Eingang. War ich der Meinung. Ja, genau hier. Was? Warum komme ich nicht rein? Alles klar. Jetzt sollte Route 13 aber wieder begehbar sein, oder? Ich will ein Shiny. Oh, da fällt mir gerade ein. Das letzte Shiny habe ich im Pokémon Smaragd. Ne, Pokémon Blatt Grün gesehen im Duellturm. Da hatte jemand einen Shiny Psyana. Ja. Irgendwo hier kommen wir noch weiter. Ja, hier. Wer ist das denn? Sieht aus wie so ein Penner. Pokémon. Das Blumen-Pokémon. Das Blumen-Pokémon, dem das ewige Leben geschenkt wurde. Nee, alles gut. Ich hole mir, wenn schon, selber mein Shiny-Pokémon. Möchte ich mir selber arbeiten. Was faselt der da von einem Blumen-Pokémon? Ist klar. Der Arenaleiter Citro war während dem Stromausfall völlig außer sich und wusste weder noch ein noch aus. Wie vom Weber abgestochen, ist er die ganze Zeit hin und her gerannt. Es fühlt sich einfach nicht wie Illumina City an, wenn der Turm nicht hell erleuchtet ist. Totti! Ah, okay. Puh, als ich dich da eben vor mir gesehen habe, bin ich gleich losgesprintet, um dich noch zu erwischen. Hast du schon gehört? Der Stromausfall in Illumina City ist endlich behoben. Irgendwer hat diese finsteren Gestalten, die den Strom von Carlos Kraftwerk für sich abgezweigt haben, das Hand weggelegt. Ich frage mich, was das für ein Tausendessar gewesen sein muss. Tausendessar. Ja, alles klar. Tja, wer weiß. Es gibt wohl noch mehr Leute da draußen, die so stark sind wie du, Totti. Weißt du, was das Beste daran ist? Der Turm erstrahlt nun endlich wieder in der Stadt. Das müssen wir uns zusammen ansehen. Komm, Totti. Das ist immerhin das Wahrzeichen von Illumina City. Ja, schön. Na los, wenn man hier geradeaus weitergeht, stößt man direkt auf den Prismaturm. Ja, Prismaturm. Den wollen wir doch. Place Rose. War da nicht jemand von Team Flair? Ein Café ist rot und schick wie wir. Dort errötern wir die erforderlichen Maßnahmen, in unserem Traum von einer wunschlosen, glücklichen Zukunft in die Tat umsetzen zu können. Das bittere schwarze Elixier namens Espresso, es ist das Öl, das unseren Motor schmiert. Ja, ist klar. Gutes Timing. Angeblich gehen die Lichter wieder gleich an. Ah, das ist der Citro, der Arenaleiter von Illumina City. Den kenne ich, glaube ich, auch noch aus dem Anime. Er ist auch als Erfinder bekannt und baut immer irgendwelche Maschinen, die nicht funktionieren. Hey, ihr beiden. Das hier ist die Freundin, von der ich euch erzählt habe. Sag mal, bist du immer noch nicht fertig? Noch nicht ganz. Ich muss noch überprüfen, ob der Lichtschaltkreis hier in Ordnung ist. Ah, Sana, möchte sich deine Freundin hier etwa der Herausforderung der hiesigen Arena stellen? Tut mir furchtbar leid, aber ihr müsst auch noch einen kleinen Augenblick gedulden. Komm schon, Citro. Perfekt, alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Das ist einer jeder bahnbrechenden Momente, in dem uns die Wissenschaft ein gutes Stück in die Zukunft katapultiert. Prismaturm, Lichtgenerator an.
Scheint zu funktionieren. Okay. Moin Hugo, na, alles gut bei dir? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach nur hingerissen. Wieder eine unvergessliche gemeinsame Erinnerung mehr. Was, Totti? Ausgezeichnet. Wieder mal weiß eine meiner Erfindungen auf ganzer Linie zur Überzeugung. Der Prismaturm-Lichtgenerator scheint ja ausgezeichnet zu funktionieren. Ja, ja, wie dem auch sei. Lass die Herausforderung lieber nicht so lange warten. Der Prismaturm ist gleichzeitig die Pokémon-Arena von Illumina City. What? Diese Maschine, die Citro da immer baut, die sind echt beeindruckend. Ich hab auch eine bekommen, mit der man Rätsel lösen kann, aber ich habe sie noch nicht eingesetzt, weil es irgendwie schade drum wäre. Also dann, viel Erfolg in der Arena, du schaffst das. Wie bekommst du es eigentlich in Pokémon zu streamen? Über eine Capture Card und über den PC. Ja, hast du den Vatertag verbracht? Ach, nicht wirklich. Früher haben wir immer viel gesoffen. Erzähl ich gleich. So. Früher haben wir viel getrunken, ja, aber mittlerweile trinke ich nur noch, wenn ich Bock drauf habe. Meistens trinke ich nur noch, wenn ich mit irgendwelchen Let's Playern zusammen bin, auf der Gamescom, Dreamhack, E3, da trinkt man dann mal ein Bierchen oder so, ne? Und geht zusammen feiern, aber das war's auch. Hey, sei gegrüßt, du Zukünftiger. Hey, du Champion-Spiel, na, wie sieht's aus? Die Pokémon-Arena hier in Illumina City wird auch gerne die Quiz-Arena genannt. Hier versammeln sich Trainer, die Experten in Sachen Elektroattacken sind. Ich bin mir sicher, du wirst hier viel Spaß haben. Pyro-Arena für Arme? Alles klar. Wer bist du? Der strahlende Prismaturm ist das Leuchtfeuer unserer Herzen. Mag sich kitschig anhören, aber für uns ist das hier total wichtig. Elektro-Pokémon haben nur wenige Schwachpunkte. Gestein, Boden. Stahl eventuell noch, oder? Ach, das ändert sich auch von Gen zu Gen jedes Mal. Keine Ahnung. Fangen wir mal hier an. Verflucht! Okay, wir müssen wahrscheinlich hier nach oben, ne? Ja. Lol. Die Dinger. Ah, dich habe ich noch. Dich habe ich doch vorhin gesehen. Du willst den Arenaleiter herausfordern, stimmt's? Also mein Bruder. Ich bin Heureka, seine kleine Schwester. Stell dich bitte auf die cremefarbene Fläche und wir beginnen mit den Quizfragen, die du beantworten musst, um zu ihm zu kommen. Das sieht aus wie diese Felder von Mario, ne? Diese Fragezeichenblöcke. Hier kommt die Frage. Ernsthaft? Welches Pokémon ist das? Darf ich noch mal sehen? Was? Okay, 3, alles klar. Ich hoffe, wir dürfen auch gegen den kämpfen. Du entscheidest dich für Pikachu? Ja. Lass uns einen Pokémon-Kampf austragen, bevor wir deine Antwort überprüfen. Dankeschön. Da geht mir ein bisschen genauso. Wir gehen auf den Walzer. Und komisch ist der Walzer nicht effektiv. Kann auch an den Feentyp liegen, das weiß ich nicht. Auf Wiedersehen. Ich will eigentlich auch gegen die anderen Trainer kämpfen. Bitte steige in den Fahrstuhl. Nein! Yay, war das schwer. Richtig, du bist ganz schön schlau. Okay, und ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann!